233 Ja-Stimmen für Prokopis Pavlopoulos. Griechenlands Parlament hat den ehemaligen Innenminister mit deutlicher Mehrheit ins Amt des Staatspräsidenten gehoben. Für Gegenkandidat Nikos Alivisatos sprachen sich 30 Abgeordnete aus, 32 Parlamentarier enthielten sich. Pavlopoulos war von der Regierungskoalition aus dem Linksbündnis Syriza und der rechtsgerichteten Partei Unabhängige Griechen aufgestellt worden, obwohl er Mitglied der konservativen Oppositionspartei Neue Demokratie ist. Zwischen 2004 und 2009 leitete er im Kabinett Karamanlis das Innenressort und hatte zuvor eine Professur für öffentliches Recht inne. Pavlopoulos ist der 7. Präsident Griechenlands seit der Rückkehr zur Demokratie im Jahr 1974. Er wird sein vorrangig repräsentatives Amt am 12. März antreten.